Einen wunderschönen Montag wünsche ich allen Freunden der Sonne. Das zweite Mal jetzt schon in Folge, quasi nicht mehr zum Sonntag oder Sonnabend, sondern zum Anfang der Woche. Machen wir aus diesem Grund, weil es ja häufig immer noch mal am Wochenende etwas gab, was entsprechend ja berichtenswert wäre. Und das ist auch heute der Fall, wo ich gleich drauf komme, nochmal zu dem Thema heißer Herbst oder eher lauwarm und mit der Hoffnung auf einen, ja, bildlich gesprochen brennenden Frühling. Denn was uns bevorsteht, liebe Leute, auch wenn es die meisten ja gerade sehr erfolgreich wegdrücken, sucht seinesgleichen. Ich meine, die mich verfolgen, die wissen, dass ich so bei jedem dritten Post und jedem achten Satz immer mal mein Unverständnis raushaue, wie es denn sein könnte, dass diese Politdarsteller, die sich Bundesregierung nennt, es tatsächlich wieder einmal geschafft hat, mit ja ein paar Brocken, die hingeschmissen werden, den Volkszorn quasi ja zu verhindern. Es ist unbegreiflich. Ich erinnere dabei nur an diese sogenannte Energiepauschale. Ne? 300 Kracher bekommt man, versteuert den Scheiß volle Pulle, hat, was weiß ich, 150, 170 netto übrig, Kosten explodieren bis zum Get-No, aber ja, es wird sich halt gefreut, dass entsprechend da irgendwie eine Pauschale gekommen ist. Und jetzt ist ja ganz groß angekündigt worden, ab Januar gibt es ja irgendwie Wohngeld für alle, in Anführungsstrichen, also ganz viele neue Berechtigte, um diese ganze Kostensituation so ein Stück weit aufzufangen. Und ich habe schon vorher, weil ich kenne dieses System ja nun so ein bisschen, schon vorher meine Bedenken gehabt, bevor ich es heute live und in Farbe sozusagen aus erster Hand erfahren habe, dass die Behörden das überhaupt schaffen. Denn wenn man, sag ich mal, mit Behörden zu tun hat, mit Versicherungsgesellschaften, mit Dienstleistern im Allgemeinen, jetzt beruflich, den ganzen Tag, dann stellt man sehr schnell fest, dass hier gar nichts mehr funktioniert. Also, dass der Beamte, und ich hoffe, der eine oder andere Beamte auf der Leitung, der inkognito hier ist, fühlt sich jetzt nicht auf den Schlips getreten, aber ich sag mal, dass Arbeiten nicht unbedingt erfunden hat, das ist ja nun kein Geheimnis, ne? So richtige Sollerfüllung gab es dabei ja nicht. Ne? Man kriegt den Taschen irgendwie rum, irgendwie ging's und so weiter. Was jetzt hier aber los ist, ist ja einfach unfassbar. Da habe ich letzte Woche schon mit jemandem gesprochen und habe mal so ein bisschen gebohrt und gefragt, so mal, was ist los bei euch? Es funktioniert ja gar nichts mehr. Und da habe ich jetzt Antwort gekriegt, ganz einfach, wir haben keine Leute mehr. Die sind alle krank. Ich sage, wie denn alle krank? Alle das böse C. Darauf berufen sie sich. Unterstellung ihrerseits, also meines Gesprächspartners. Ich denke mal, die meisten haben, wenn überhaupt, einen Schnupfen. Aber die Ärzte machen es einem ja auch unheimlich leicht, telefonisch einfach mal auf doof eine Woche komplett und länger zu Hause bleiben zu können. Aber ich sage, ja, aber was ist der Grund? Ja, der Grund ist ganz einfach. Die haben sich alle an das Homeoffice gewöhnt. Total entspannt, ne? Guckt einem keiner über die Schulter. Hauptsache, man schafft irgendwie das, was zu schaffen sein muss, ein Minimum. Und das ist ja nun zum größten Teil bei den meisten vorbei. Jetzt müssen die wieder in die Firmen kommen und wir haben keinen Bock drauf. A, keinen Bock, wieder Anfahrtsweg, hin, zurück, etc. Spritkosten, die man natürlich dadurch hat, plus die anderen Kosten, ne? Verschleiß des Autos und so weiter. Und wer jetzt noch halbwegs rechnen kann, der merkt natürlich ganz klar, dass das, was bevorsteht, Bürgergeld und Co., natürlich wesentlich lukrativer ist. Natürlich nicht in allen Einkommensarten, aber ich sag mal, die unteren bis, ja, Geringverdiener bis unteren Durchschnittsverdiener, für die macht es unter Umständen, bestenfalls wenn man auch einen Haufen Kinder hat, tatsächlich Sinn, nicht mehr arbeiten zu gehen. Und deswegen brechen die Behörden, die Firmen etc. jetzt schon unter dieser Arbeitslast zusammen. Und nun zu dem, was ich heute erfahren habe, wie gesagt, live in Farbe aus erster Hand, also tatsächlich nicht irgendwo gelesen, da geht es auch hier in Göttingen um das Thema Wohngeld ab Januar. Und da rief eine Person, die ist mir sehr vertrauenswürdig, deswegen glaube ich das auch 1:1 und geht das auch genauso weiter, dort an, um nachzufragen, ob denn die Unterlagen alle eingegangen sind. Die Antwort des Sachbearbeiters war, eins fehlt noch, das wird aber kommen, weil bei uns dauert die Postbearbeitung so ein bisschen länger, das wird aber schon kommen. Aber, und jetzt genau zuhören,
Vor April wird sowieso keinen Schuss von uns geben. Aha, auf Nachfrage warum? Weil wir es gar nicht schaffen. Wir haben bis heute noch nicht einmal die neue Software, die dafür vonnöten ist, um das überhaupt zu bearbeiten. Software nicht da. Geschweige denn, dass dann die Schulungen darauf auch noch laufen. Vor April, Aussage des Sachbearbeiters, wird es keinen Wohngeldknete geben. Mit der Randbemerkung noch dazu, aber gibt es ja rückwirkend. Das heißt, jetzt kann man wieder hoffen, dass vielleicht der eine oder andere, wenn diese ganzen ach so tollen Versprechen nicht kommen, nicht eingehalten werden, vielleicht endlich beginnt, nicht nur dieses System zu hinterfragen, sondern diesem System zu zeigen, was er oder sie von diesem System hält. Und damit sind wir beim Thema Effektivität. Ich wiederhole mich auch da stets und ständig, ins Handeln kommt Eigenverantwortung. Übernehmen und nicht auf Dritte verlassen, auf diese vermeintlich große Hilfe, die von irgendwo kommen wird, oder dass man meint, mit großen Demonstrationen tatsächlich effektiv etwas zu bewirken. Wochenende war in Leipzig die groß angekündigte Demonstration unter dem Slogan Amigo Home, so weit, so gut. Die Teilnehmerzahl deutlich unter den erwarteten Teilnehmern und auch, wenn man so, ich sag mal, das Feedback der Leute, die vor Ort waren, einfach mal nüchtern auf sich einprasseln lässt, alles andere als positiv. Warum? Logischerweise, wenn ich mich für eine Stadt wie Leipzig entscheide, ist klar, dass die Zecken inklusive Landesregierung, also alles, was dazugehört, Oberbürgermeister, also dieses ganze Systempack letztendlich alle gemeinsam alles dafür tun, dass eben keine vernünftige Demonstration zustande kommen kann. Gewaltausbrüche der Antifa, brennende Barrikaden, braucht man aber nicht jammern, weil das weiß man. Wenn man in diese Zecken-Hotspots geht, muss einem klar sein, dass dort keine Demo durchführbar ist. Und vor allem nicht so eine Demo, wenn man das, ich will mal sagen, den eigentlichen Auftrag einer Demonstration damit auch erfüllen möchte. Nämlich auf der einen Seite seine Meinung kundzutun, auf der anderen Seite bestenfalls Leute, die noch nicht dabei sind, zu erreichen und im allerbesten Fall für sich zu gewinnen, dass sie eine Woche später oder wann auch immer die nächste Kundgebung ist, ebenfalls daran teilnehmen und jetzt das i-Tüpfelchen des Besserseins noch obendrauf, diese Leute dann quasi, sich mit diesen Leuten dann quasi zu vernetzen, Gemeinschaften zu bilden, weil darum sollte es eigentlich gehen, tatsächliche Gemeinschaften zu bilden, um gemeinsam gegen diesen Irrsinn effektiv vorgehen zu können. Und das geht natürlich nicht in einer Stadt wie Leipzig. Es würde auch hier in Göttingen nicht gehen oder in Hamburg oder sonst irgendwo. Deswegen bin ich persönlich da absolut kein Fan von und kann meinen besten Willen noch nicht verstehen. Ich meine, Klappern gehört zum Handwerk überhaupt keine Frage, aber dass die Veranstalter das noch so als grandiosen Sieg sozusagen verkaufen, weiß ich nicht. Mir geht es dabei nicht um die dusselige Gegenseite, die ist sowieso vollkommen irrelevant. Mir geht es dabei um die eigenen Leute, die dabei waren, die demotiviert sind, die ja aus Angst auch aufgrund der Zeckenangriffe etc. nicht wiederkommen, das jetzt dann noch so zu verkaufen, als wenn es ein voller Erfolg wäre, finde ich semi-professionell. Aber auch hier muss natürlich jeder wissen, was er tut. Und ja, letztendlich, wie glaubhaft man im Anschluss für weitere Geschichten in dem Bereich dann halt noch ist. Und vielleicht wäre es hier mal eine Idee. Und ich sehe, das Video geht schon 9 Minuten. Aber es ist mir halt ein Anliegen, das mal zum, ja, mal rauszuhauen, zum Besten zu geben. Vielleicht wirklich mal, dass Leute, die wirklich Bock haben, was zu machen, mal in die Effektivität kommen und auch mal tatsächlich, und bitte versteht mich nicht falsch, ich bin alles andere als ein Freund dieser geistesgestörten Transen und was weiß ich, was das für komische Dinger da sind von dieser sogenannten letzten Generation. Wenn man sich die anschaut, kann man hoffen, dass der Name bei dem Programm ist. Aber unabhängig davon, auch wenn ich die Aktion, die sie durchführen, natürlich absolut verteufle, ne? Hier Dinge beschädigen, sich auf der Straße festzukleben und so weiter, vollkommen geisteskrank. Aber man sieht, wie man mit einer Handvoll Leute tatsächlich effektiv dem System vor das Schienbein treten kann. Natürlich werden die gefördert und geschützt, das wissen wir. Aber die Art der Aktion,
Die ist sehr, sehr sinnvoll, weil man es da wirklich mit Leuten, die sich kennen, die sich vertrauen und so weiter, schaffen kann und auch schaffen wird, tatsächlich mit geringstem Aufwand effektiven, also maximalen Ertrag zu erzielen. Und die Kampagne, die wir ins Leben gerufen haben, die aber auch vor sich hin bröselt letztendlich dafür, ihr erinnert euch, die ist genau dafür da, um Menschen zu unterstützen, im Kleinen, in den eigenen Gemeinschaften effektive Aktionen durchzuführen. Nochmal, versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht große, vermeintlich große Demos schlechtreden. Die haben alle ihre Existenzberechtigung. Kann aber nicht das Werkzeug, das alleinige Werkzeug sein. Dann verpufft das, dann sind wir irgendwann im Jahr 2025 und dann haben die Herrscher dann alles so weit umgesetzt und wir sind komplett im offenen Vollzug. Noch schlimmer als heute. Denkt mal drüber nach. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schicke Woche. Macht's gut, euer Jens.